Hey liebe Leute, ich wollte schnell noch was nachhaken. Will euch gar nicht lange stören. Wollte euch bloß noch kurz was erzählen. Und zwar war ich ja jetzt bei meinem Freund gewesen, zu dem Geburtstag seines Bruders. Und ja, meine Schwiegermutter, meine angehende Schwiegermutter war eben auch da. Und die ist gebürtige Polin. Spricht Deutsch fließend und aber wie gesagt, hat auch oft, sagen wir mal, geschäftlich noch in Polen zu tun, kennt eben auch so ein paar Beauty-Marken in Polen. Und da kennt sie natürlich auch Inglot. Also Inglot ist natürlich eine super Marke. Ich weiß nicht, ob die euch was sagt. Das ist so eine polnische Marke. Und eine ganz, 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 ganz edle Beauty-Marke. Und deswegen wollte ich euch was zeigen, weil sie hatte mir drei Produkte geschenkt. Ist sie nicht süß? Ja, die wollte ich euch bloß noch mal kurz zeigen, weil ich die so ganz, ganz toll finde. Und zwar hat sie mir ein Puder geschenkt. Das sieht so aus. Das ist ganz, ganz edel gemacht, also wirklich auch sehr MAC angehaucht. Richtig, richtig gute Produkte, auch teure Produkte. Ein Pressed Powder in der Farbe 15. Das sieht so aus. Also ganz normal, wie ihr halt die Puder auch kennt, ne? Mit so einem Schwämmchen. Und das ist diese Farbe. Ja, ich habe die Farbe jetzt schon mal vom Spiegel ausprobiert. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann. Finde ich gut erstmal. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, ja, ob die geht. Ich muss einfach mal ausprobieren. Ich denke aber, die ist völlig okay für mich. Und ja, werde ich mal ausprobieren. Freue ich mich schon drauf. Das war das. Dann hat sie mir noch ein Face Blush geschenkt. Und zwar in der Farbe 21. Auch sehr schöne Verpackung, wie ich finde. Das ist so ein dunkles Peach. Ein ganz dunkles Peach. Wirklich auch ein ganz, ganz schönes Peach, finde ich. Also, es hat was auf jeden Fall. Das werde ich auch nochmal versuchen zu swatchen, aber man sieht es bestimmt nicht sehr gut, weil es jetzt auch die Lichtverhältnisse sind nicht so gut und die Kamera ist auch nicht so der Burner. Aber ich hole bald eine bessere. Das verspreche ich euch, umso mehr Videos ich mache. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen, habe ich schon ausprobiert. Finde ich auch richtig, richtig schön. Und dann hat sie mir noch, was ich am schönsten finde, eben so eine kleine Lidschattenpalette mitgegeben. Auch sehr schön, ne? Also es gibt es ja auch, wie gesagt, von MAC. Kennt man das ja. Und auch von Sleek und so, das ist ja alles so ähnlich gemacht. Verpackung auch, finde ich. Und die sieht so aus mit so einem kleinen Pinselchen drin. Also so ist das gemacht. Spiegel, Lidschattenpalette. Und das sind die Farben dazu. Ganz, 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 ganz schöne Farben. Ich habe die, wie gesagt, erstmal nur geswatcht. Aber ich fand die schon beim Swatchen einfach nur wunderschön. Eine Freedom System Palette Pro 3. Ich swatche die erstmal auf den Fingern. Mal sehen, vielleicht könnt ihr da schon was sehen. Ganz tolle Braun-Grautöne. Geht schon fast so ein bisschen ins, ja, Lila. Naja, nee, das ist mehr Braun. Dunkles Braun-Grau. Also das ist beige, also was ich denke, kann man auch sehr gut bestimmt als Base benutzen. Dann dieses Braun-Grau. Und mit sehr viel Schimmer, so ein dunkel, ja, Mokka-Braun. Ganz, ganz toll. Ich weiß nicht, ob man den Schimmer jetzt erkennen kann. Ich hatte die auch schon auf meiner Hand geswatcht. Ob man das... Also ich finde die ganz toll, die Farben. Richtig, richtig schön. Da werde ich mich morgen wieder nicht entscheiden können, ob ich NARS trage oder ob ich dann die drauf mache. Aber ich habe mich ganz doll gefreut, dass sie mir die Produkte geschenkt hat. Weil das richtig, richtig schöne Farben sind. Richtig, richtig super schön. Und wie gesagt, also Inglot ist eben auch eine relativ teure Marke, hat sie gemeint. Und die gibt es halt sehr, sehr selten. Die gibt es, glaube ich, nur in Polen und in Russland, was, oder in Istanbul, also was ich gelesen habe, aber hier halt nicht. Und deshalb ist man natürlich Herr nach diesen Produkten, will die haben. Und deswegen fand ich das super, dass sie mir die gegeben hat und gesagt, hier komm, ich hab die, probier die doch einfach mal aus. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Also vielen, vielen lieben Dank, meine liebe Schwiegermutti in Spee. Hab mich sehr gefreut. Ja. Wollte ich euch bloß mal kurz zeigen. Könnt ihr mal sagen, wie ihr die findet oder was ihr denkt, ob ich mal mit meiner Schwiegermutter nach Krakau fahren sollte und ein bisschen mehr Produkte davon holen sollte? Ich glaube ja, oder? Ich denke auch.
Ja, und das war es auch schon von mir. Vielen, vielen lieben Dank nochmal fürs Einschalten, fürs Abonnieren auf jeden Fall. Ihr wisst gar nicht, wie glücklich ihr mich damit macht. Ja, fürs Kommentare posten, fürs Freunde sein. Ach, alles ganz, ganz supi. Ja, die nächsten Videos, die demnächst folgen, habe ich euch ja unten mit hingeschrieben in meinen Begrüßungstext. Da könnt ihr auch eventuell mit abstimmen, wenn ihr möchtet. Würde mich freuen. Und ja, ich hoffe bis zum nächsten Mal. Glaube mit einem NYX-Haul. Mal schauen, vielleicht ist es auch ein anderer Haul, vielleicht auch was anderes. Und ja, einfach mal gucken. Dann bis später, meine Lieben. Ciao.